Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zum Vorbericht gegen Borussia Mönchengladbach bei uns Samstagabend 18:30 in der Veltitz Arena. Ja, der erste Spieltag ist um. Wir haben die erste Niederlage jetzt verarbeitet, ich auch. Wir reden heute nicht mehr über den Schiedsrichter, Videoassistenten, gar nichts. Wir spielen gegen Borussia Mönchengladbach und bei Borussia Mönchengladbach hat sich ja auch was getan. Sie haben einen neuen Trainer, Daniel Farke. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Farke. Der war ja auch so in der Transferphase, wo wir noch keinen Trainer hatten, war der bei uns ja auch im Gespräch. Und jetzt ist er Trainer bei den Fohlen, bei Borussia Mönchengladbach. Und sein Einstand war gut. Im Pokal haben sie 9-1 gewonnen und jetzt das Heimspiel gegen TSG Hoffenheim 3-1 gewonnen. Itakura, unser ehemaliger Schalker, Aufstiegsmitheld, jetzt nicht mehr, jetzt ist er bei den Fohlen, unser Gegner, spielt ja bei den Fohlen. Leider, wir hätten ihn gerne bei uns gehabt, aber wie wir wissen, die finanzielle Lage hat es nicht ermöglicht. Ja, wer fehlt bei Gladbach? Bei Gladbach fehlt ein wichtiger Spieler, ist der Lars Stindl, der Kapitän. Er fehlt wegen eine muskuläre Verletzung und Tom Müsel fehlt. Ja, was kann man bei Gladbach sagen? Bei Gladbach sind viele Spieler, die wirklich gut sind. Das ist zum Beispiel ein Thuram, Player, der auch ein Tor erzielt hat gegen Hoffenheim, Jonas Hofmann, Itakura, Sommer, der Torwart. Die haben eine gute Mannschaft, sehr gute, auch mit den Einzelspielern. Da ist halt eine gut technische Mannschaft, die auch das Spielerische sucht, eine Lösung zu finden, spielerisch. Und das 3-1 gegen Hoffenheim, pass auf, ich sage immer so, ey, die haben 3-1 gewonnen, aber man muss auch nachsehen, wie hat man 3-1 gewonnen. Man muss auch sagen, Hoffenheim war in der ersten Halbzeit nach 20 Minuten mit einem Mann weniger, rote Karte, so wie wir in Köln in der 35. Minute haben wir die rote gekriegt, haben die in der 20. waren 70 Minuten lang, mussten sie in Unterzahl spielen. Wir sagen das jedes Mal, für eine Mannschaft ist das immer schwierig, in Unterzahl musst du mehr laufen, und kannst nicht mehr so spielen, wie du dir das erhofft hast, wie der Trainer den Plan hingetan hat, ey, wir spielen so, so und so, kannst du nicht, dann hast du diesen Plan alles, kannst du wegschmeißen im Plan, weil mit einem Mann weniger musst du wieder anders agieren. Ja, und danach, nach den 20 Minuten lang mit 10 Mann, aber gingen trotzdem 1-0 in Führung, Hoffenheim. Aber dann hat die Kraft nicht gereicht, dann mit der Unterstützung von den Gladbach-Fans, die Mannschaft wurde immer stärker und wir wissen, Einzelspieler sind auch noch da, haben sie das Spiel 3-1 gedreht, dann der verdiente Sieger auch. Nach dem Spiel waren sie der verdiente Sieger. Ja, mit welcher Aufstellung spielt denn Gladbach? Habe ich ein bisschen mich schlau gemacht. Jetzt die letzten 2-3 Spiele haben die gespielt. 4-2-3-1. Vorher war der Stindl der Spielmacher, der Zehner. Jetzt ist das der Neuhaus, der erst in der auf der Sechserposition gespielt hat. Und jetzt spielt er als Zehner hinter der Spitze. Deswegen, die spielen fast immer mit der gleichen Aufstellung. Hinten mit den Itakura, dann haben sie, neben Itakura spielt der Evedi, ja, und links Benzabani, beide Torschütze, Evedi und Benzabani haben auch gegen Hoffenheim getroffen, Benzabani mit diesem, war das ein Fallrückzieher oder Halbrückzieher oder was war das? Fallrückzieher, so, schönes Tor, muss man auch sagen, die beiden Abwehrspieler haben getroffen, man kann sehen, und klar, der Player, der Stürmer hat auch getroffen. Ja, das ist jetzt, sage ich mal, man muss auf viele Spiele achten. Aber bei Gladbach ist das so, die versuchen immer spielerisch Lösungen zu finden bis zum Tor und dann den Abschluss suchen. Deswegen werden wir auf eine ganz starke Mannschaft treffen. So, das war jetzt Borussia Mönchengladbach. Jetzt kommen wir zu unserem FC Schalke 04. Ja, wer fehlt denn bei uns? Bei uns fehlt, glaube ich, nur der Dominik Drexler, der die rote Karte in Köln gekriegt hat. Nur er. So hat er unser Kramer das auf Pressekonferenz gesagt. Ich denke mal, wenn jetzt keine Verletzung noch dazukommt bis Samstag. So, wie sollen wir auftreten? Mit welcher Aufstellung? Boah, schwierig. Ich habe mir Gedanken gemacht und ich sage meine Aufstellung. Und zu Kramer sage ich auch was.
was er heute in der Pressekonferenz gesagt hat, was mich auch ein bisschen, sagen wir so, erstaunt, wo ich jetzt meine Meinung sage, das ist jetzt nicht persönlich, ich greife auch jetzt keinen Kram an, aber ich sage, oh, was redest du da für einen Scheiß? Und dann machst du sowas. Darauf kommen wir gleich, wenn ich die Aufstellung dabei sage. So, die Aufstellung für Samstag. Wie sollen wir gegen Gladbach antreten? Ich würde sagen, ich würde in ein 4-2-2-2 spielen. Und dann hängt vom Spielverlauf ab, wie sich das Spiel entwickelt. Dann kannst du vielleicht in der zweiten Halbzeit den Jones bringen. Ja, den Jones sage ich schon mal. Den Larsen oder den Lee oder den Polter oder den Punkt, Punkt, Punkt. So, im Tor, klar, Schwolow. Okay, Schwolow hat jetzt den Fehler gemacht zum 2-0, aber vorher hat er auch gut gehalten. Wir müssen den Torwart richtig, richtig den Selbstvertrauen noch mehr geben, anfeuern, auch wenn er mal einen Fehler macht. Ey, jeder Spieler hat einen Fehler gemacht in Köln, dann könntest du sagen, kannst du alle 11 auswechseln. Deswegen Schwolow bleibt im Tor. Ja, dann auf der linken Seite Obiang. Obiang müsste mehr jetzt nach vorne spielen, aber okay. Über das Köln-Spiel rede ich ja nicht. Links Obiang, rechts sage ich jetzt dazu was. Würde ich spielen. Und heute hat er es mir nochmal bewiesen, der Kramer, durch diese Aussage. Da frage ich mich, hä? Was redest du da? Und ich sage meine Meinung. Ich sage immer meine Meinung, ob das einem passt oder nicht. So, ich würde auf der rechten Seite spielen lassen. Unsere Mehmet Aydın. Ihr wisst ganz genau, ich mag den Mehmet Aydın, aber ihr wisst ganz genau, ich gehe auch auf Leistung. So, und ich sage nochmal, ein Mehmet Aydın, für mich bissig, der hat Hunger, er macht auch, geht mehr offensiv, traut sich mehr zu. So, jetzt kommt erstmal ein Bus. So, und jetzt sage ich euch, was mir nicht gefällt, was der Kramer gesagt hat und bitte hört auch gut zu, aber ich erkläre euch, ich sag euch das nochmal. So, bitteschön. Warum haben Sie Mehmet Can Aydın denn zur U23 geschickt? Er war in der vergangenen Saison eigentlich immer Kandidat für die Startelf, hat den Konkurrenzkampf vor einem Jahr gegen Ranftl super angenommen. Was fehlt ihm denn jetzt zur Profimannschaft? Ich sehe es immer ein bisschen anders. Was braucht er denn jetzt? Also nicht, was fehlt ihm, sondern was hat er? Und der Memo hat natürlich diese Aggressivität und diese Leidenschaft, dieses Brennen und hat natürlich auch immer Lösungen auch. Wichtig aber, Memo ist ein junger Spieler. Und wenn er, wenn die Möglichkeit besteht, dass er eben auf der Bank ist, dann muss man immer überlegen, ob man ihm nicht Spielpraxis angedeihen lässt. Und dafür haben wir eine U23, in der er da natürlich auch die entsprechende Spielpraxis dann über einen langen Spielzeitraum auch kriegen kann. Und ich glaube, dass auf lange Sicht das dann auch immer wichtig ist, dass sie entsprechende Spielpraxis sammeln, die jungen Spieler. Finde dazu auch die Frage, fand ich sehr, sehr gut, weil es auch wichtig ist, das so zu klären, dass wir das auf Schalke nicht als Bestrafung sozusagen sehen. Ne? Weil ich glaube auch so Leo Greimel, das müssen wir auch noch sagen, das haben beide ein sehr, sehr gutes Spiel. Ihr habt es jetzt selbst mitgehört, nur die das vielleicht nicht so verstanden haben. Der Reporter fragte, warum Mehmet Aydın zur U23 geschickt wurde. Er war letzte Saison immer Kandidat für die Startelf. Was fehlt ihm denn jetzt zur Profimannschaft? Was fehlt ihm jetzt, dass er noch dazugehört oder dass er im Kader gehört? Kramer sagte, das habt ihr ja bestimmt gehört, nur die es vielleicht nicht gut gehört haben. Kramer sagte, unser Trainer sagte, ich sehe es ganz anders. Was braucht er denn jetzt? Ich sehe es ganz anders. Was braucht er denn jetzt? Nicht was ihm fehlt. Nee, Entschuldigung. Kramer sagt, ich sehe es ganz anders. Was braucht er denn jetzt? Nicht was fehlt ihm? Nicht was fehlt ihm? Was hat er? Ey, da werde ich durcheinander. Nicht was fehlt ihm? Was hat er? Dann denke ich mir, ey Junge, so stand ich. Dann sagt er, Memo, unser Aydın, hat diese Aggressivität, diese Leidenschaft, dieses Brennen und hat immer eine Lösung im Spiel.
hat er immer eine Lösung, den vernünftigen Pass, so und so. Dann sagt der Wuchtige, wichtig auch, Memo ist ein junger Spieler, wissen wir. Wenn er auf der Bank ist, dann muss man überlegen, ob man ihm nicht Spielpraxis gibt. Dafür haben wir die Amateure, dafür haben wir die U23. Und dann hat ja noch der Ruven Schröder da rein imprätiert, weil er gemerkt hat, oh, was labert der Kramer, so kam mir das vor. Ich bin euch ehrlich, so kam mir das vor. Was erzählt ihr da hier? Ey, der Junge hat Leidenschaft, hat Aggressivität, er brennt, hat immer eine Lösung, aber darf nicht im Kader dabei sein, muss aber in der U23 Spielpraxis sein. Junge, was erzählst du da, Kramer? Und dann rege ich mich auf. Ich rege mich dann auf über unseren Trainer. So, ihr könnt jetzt auf mich draufhauen, ist mir scheißegal. Ich mag den Mehmet einen, weil er aus unserer Knappenschmiede kommt. Und ich bin einer, ich liebe unsere Knappenspiele und die müssen dann auch spielen. Und wenn ein Trainer sagt, er hat die Aggressivität, er hat Biss, er brennt, er hat immer eine Lösung, dann frage ich mich, du als Trainer, Herr Kramer, warum lässt du ihn dann nicht spielen, wenn du so begeistert bist, aber lässt du ihn dann in der U23? Weil er Spielpraxis braucht. Deswegen, da verstehe ich den Kramer absolut nicht. Null. Null, null. Sorry. Das ist der Punkt, wo ich sage, kriege ich so einen Hals. Und dann weiß ich, der Brunner spielt, weil er dein Lieblingsspieler ist, weil du den aus Bielefeld geholt hast. Das ist mein Denken. Nur mein Denken. Ich will da nichts Negatives jetzt reinbringen. Braucht mir auch keiner vorschreiben. Aber ich denke so, dass der Brunner nur spielt, weil er den aus Bielefeld geholt hat, ihn mag und fertig und nicht nach Leistung geht. Weil wenn er nach Leistung geht, wie er es gerade gesagt hat über Mehmet, über unser Aydin, dann muss er Aydin spielen. Sorry, ist meine Meinung und das hat mich heute aufgeregt in der Pressekonferenz. Und wenn ihr mal achtet, wie der Ruven Schröder dann da reingezwischt und dann weiter geredet hat, dann hat er auch noch den Greimel mit reingebracht, obwohl der Greimel damit gar nichts zu tun hat. Es ging um Aydin. So, das hat mich aufgeregt und dann sage ich, hey, Kramer, sorry. Und für mich in der Startelf würde ich den Aydin spielen lassen, weil er diese Aggressivität hat, diese Leidenschaft, er brennt und er hat Lösung. Und er traut sich auch nach vorne gehen. Deswegen würde ich den Aydin gegen Gladbach auf der rechten Position spielen lassen. Ja, und in Mitte, in der Abwehr Yoshida mit Ciao. Warum Ciao? Weil Kaminski mir nicht so gefallen hat, hinten zu langsam. Er stand auch oft neben seinem Mann. Da hat Yoshida zu viele, was er alleine bewältigen musste. Deswegen versuchen wir das mal diesmal mit dem Ciao in der Abwehr. Ihm mal jetzt diese Chance geben. Ciao, jetzt ist deine Chance. Wir haben Konkurrenz. Jetzt kann sich jeder mal zeigen, ey, ich möchte ausspielen. So, das ist jetzt die Chance für Ciao neben Yoshida. Im Mittelfeld, zwei Sechser, würde ich Kraus spielen lassen mit Latza. Latza ist jetzt wieder fit. Mir hat die Vorbereitung Latza und Kraus sehr gut gefallen. Die beiden haben gut harmoniert. Die beiden würde ich spielen. Und im Spiel kannst du dann immer alles ändern. Und vorne Salazar und Mollet. Ich denke mal, der Mollet, dass er nicht gespielt hat, keine Ahnung, welche Gründe, aber ich hatte den Mollet gar nicht mal so schlecht gesehen. Ich würde denen diese Chance geben. Mollet neben Salazar und vorne Terode und Bülter. Und dann, wie gesagt, Bülter brennt sowieso. Terode ist wieder fit, hat der Kramer ja auch gesagt. Und Bülter brennt, sein Tor gemacht. Er will jetzt auch den Trainer beweisen. Pass mal auf, ich zeig's dir jetzt. Ich gehöre in die Startelf. Das wäre meine Aufstellung, dieses 4-2-2-2. Und du kannst dieses System dann immer wieder variieren. In der Hinsicht, wie ist der Spielverlauf? Wie kriegen wir Zugriff auf der Mannschaft? Das wäre meine Aufstellung für das Spiel gegen Gladbach. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Wir tippen das Spiel. Mein Sohn Fabiano, der sitzt neben mir, hört eine ganze Zeit zu, hat letztes Mal 3-1 getippt für Köln. Und sein Tipp war richtig. So, was tippst du diesmal, Fabiano? Warte. 1-1. Schalke gegen Gladbach. 1-1. Lauter, man hört dich nicht. 1-1. Er tippt 1-1. Okay. Mein Tipp, mit den 60.000 Zuschauern in den Rücken, mit der Wut im Bauch, wie das Spiel letzte Woche in Ungunsten zu uns fiel. Mit viel Entscheidung von Schiedsrichter, auch Fehler von uns. Und jetzt mit der Power, mit den 60.000, die Wut. Terode ist wieder da. Gehe ich davon aus, es wird ein knapper Sieg für uns. 2-1. Wirklich mit Kratzen und Beißen. Wir gewinnen 2-1. Schreibt ihr eure Meinung, eure Tipps, eure Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
Und ich sage jetzt Glück auf, ciao, ciao, zum nächsten wieder. Das wird dann nach dem Schalke-Spiel wieder sein, direkt meine Emotion. So, arrivederci, ciao, ciao, euer Schalker.